Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zum Glückskinder-Podcast. Lass uns heute mal über die Autonomiephase sprechen. Und ich möchte am Anfang was zur Einleitung sagen, warum ich von dem Wort Trotzphase zum Beispiel nicht begeistert bin und warum die Trotzphase ein Mythos ist. Und dann möchte ich darüber sprechen, in welchem Alter die Autonomiephasen beginnen, wie viele Autonomiephasen es gibt, was der Sinn davon ist, wie du Wutanfälle in der Autonomiephase gut begleiten kannst, warum dein Kind überhaupt Wutanfälle bekommt, was der Sinn von den Wutanfällen ist. Und im zweiten Teil geht es darum, wie du die Autonomiephasen bedürfnisorientiert begleiten kannst. Und da gebe ich dir 7 Wege mit auf den Weg sozusagen. Also 7 Tipps bekommst du dann von mir, wie du dein Kind bedürfnisorientiert in der Autonomiephase begleiten kannst. So, lass uns direkt loslegen. Zu dieser Podcast-Folge gibt es auch einen Blogbeitrag auf meinem Blog www.yvonnegeorge.de. Und der heißt 7 Wege, wie Eltern die Autonomiephase begleiten, ohne durchzudrehen. Ich habe den in den Shownotes auch verlinkt. So, lass uns direkt losstarten. Warum ist die Trotzphase ein Mythos? Also ich halte nicht viel von dem Begriff Trotzphase, weil es wird den Kindern damit eine gewisse Absicht unterstellt, ne? Also der ist sinnlos und grundlos trotzig oder sie. Und das ist nicht wahr, weil hinter jedem Verhalten steckt ein guter Grund. Und wenn Kinder in Anführungsstrichen trotzig sind, dann wollen sie damit etwas ausdrücken. Sie wollen damit sagen, hilf mir bitte, ein bestimmtes Bedürfnis von mir ist nicht erfüllt. Und indem ich das Wort Trotzphase verwende, unterstelle ich sozusagen eine gewisse Absicht und das könnte dazu beitragen, dass die Verbindung eben erschwert wird. Also du kannst natürlich das Wort Trotzphase trotzdem verwenden, allerdings schau mal für dich, was dir da leichter fällt, welches Wort du da benutzt. Genau, in welchem Alter beginnt die Autonomiephase? Die Autonomiephase beginnt etwa im Alter von 1,5 bis 2 Jahren, wobei dieses Alter natürlich nicht in Stein gemeißelt ist. Bei manchen Kindern beginnt es früher, bei manchen später. Jeder Mensch ist individuell und jedes Kind hat ein einzigartiges und individuelles Tempo und das ist auch völlig in Ordnung so. Wie viele Autonomiephasen gibt es? Es gibt insgesamt 3 Autonomiephasen. Und zwar ist die erste etwa im Alter von um die 2 Jahre, dann ist die zweite Autonomiephase, die auch Wackelzahnpubertät genannt wird, etwa im Alter von 6 bis 7 Jahren und die beginnt eben mit dem Schuleintritt. Da sind Kinder nochmal in einer neuen Phase, sie bekommen eine neue Selbstständigkeit, lernen ganz viel neue Sachen und können in der Zeit auch frustriert sein und mit Überforderung zu tun haben. Und daher sind diese Phasen auch anstrengend und können herausfordernd sein. Und die dritte Autonomiephase beginnt in der Pubertät. Auch da ist es wieder unterschiedlich. Also bei manchen geht es schon mit 10 oder 11 los, bei manchen erst später. Und hier verschaltet sich das Gehirn nochmal völlig neu. Das Gehirn ist sozusagen gerade wegen Wartungsarbeiten nicht wirklich zugänglich. Also alles ordnet sich neu, alles sortiert sich neu. Und aus bindungspädagogischer Sicht ist das die Phase, wo der Mensch über so eine Brücke geht. Und Erziehung ist in dem Sinne nicht mehr wirklich möglich. Also Kinder haben sozusagen diesen Erziehungsprozess abgeschlossen für sich. Sie am Anfang, in den Anfangsphasen ist es ja so, dass Kinder alles nachmachen und beobachten und alles, was sie so erfahren in ihrem Umfeld, imitieren und übernehmen für sich. Und in dem Alter geht es eher um die Abgrenzung und darum, neue Erfahrungen zu sammeln. Und dieser Erziehungsprozess ist in dem Sinne nicht mehr möglich. Und das ist deswegen auch eine schwierige Phase oder eine herausfordernde Phase, weil die
Jugendlichen natürlich noch nicht selbstständig sind und noch nicht erwachsen sind. Ne? Es ist so eine Übergangsphase, also diese Übergangsbrücke von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Und ja, ist auch noch mal eine sensible Phase. Was ist der Sinn der Autonomiephasen? Jeder der drei Autonomiephasen hat besondere Aufgaben. In der ersten Autonomiephase mit etwa 2 Jahren erfahren Kinder sich zum ersten Mal als Individuen und vorher erleben sie sich als verschmolzen mit den Bindungspersonen und können sich nicht als eigenständige Individuen wahrnehmen. Mit der Autonomiephase ändert sich das. Kinder entdecken ihre eigene Persönlichkeit und entwickeln eine eigenständige Sicht auf die Welt. Und um diese komplexe Welt zu begreifen, bilden die sich Vorurteile darüber, wie die Welt funktioniert. Und dieses festgefahrene Weltbild ändert sich ständig, ändert sich von Minute zu Minute sozusagen. Und es ändert sich jedes Mal, wenn die Menschen in dem Alter neue Erfahrungen machen. Und jedes Mal, wenn ihr kleines Weltbild erschüttert ist und das Vorurteil nicht bestätigt wird, ist das eine kleine interne Krise. Und das kann schon sein, wenn das Essen alle ist, ne? Also die Menschen, die neu geboren werden, wissen ja noch nicht, wie die Welt funktioniert. Und alles, was sie in der Zeit erfahren, ist neu. Und ja, wenn die Erfahrung gemacht wird, oh Gott, mein Essen ist jetzt alle und aufgegessen oder der Keks ist zerbrochen oder ich wollte aber Nudeln ohne Soße, kann das schon eine kleine Krise sein, die natürlich aus deiner Perspektive vielleicht weniger verständlich ist, weil du das alles schon kennst. Für die kleinen Menschen ist das noch neu und deswegen eine, ja, eine kleine Mini-Krise. Oder auch eine größere aus Perspektive des Kindes. Dann werden Kinder von starken Gefühlen überschwemmt und ja, diese Wellen übertragen sich natürlich auch an die Bindungspersonen und ja, es führt zu Frustration und Hilflosigkeit und Wut. Und ja, mit jedem kleinen Frustanfall ändert sich das Weltbild und dadurch entdecken sie, wie die Welt eben ist und lernen immer mehr und mit jeder Krise dazu. Also es ist auch eine wichtige, sehr wichtige Phase für die Entwicklung. In der zweiten Autonomiephase entwickeln Kinder ein neues Selbstbild und sie sind keine Kleinkinder mehr, sondern schon große Schulkinder. Der soziale Druck nimmt zu und auch die Leistungsansprüche. Und die nächste Steigerung ist dann die dritte Autonomiephase, also die Pubertät. Und genau, da ist es, wie gesagt, die Umstrukturierung im Gehirn und die Aufgabe ist, sich von den Erwachsenen abzugrenzen und eigene Wege auszuprobieren. Jetzt spreche ich über Wutanfälle in der Autonomiephase, weil Wutanfälle oder Frustanfälle sind sehr häufig in den Phasen, einfach weil natürlich es in jeder Situation so ist, als ob der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, wenn du Situationen erfahren hast, die einfach zu viel waren, die überfordernd waren, wo du nicht mit umgehen konntest, dass es dann einfach zu viel ist, ne? Also es ist einfach eine Überforderung, ein Frust und eine Mini-Krise oder eine große Krise. Und dein Kind bekommt auf jeden Fall diese Wutanfälle nicht, weil es dich ärgern will. Und es rastet auch nicht mit Absicht aus, sondern es ist einfach noch nicht reif genug. Also das Gehirn ist auch noch nicht reif genug, um diese Situation und die starken Gefühle angemessen zu verarbeiten. Das Gehirn befindet sich, kann sich in manchen ja, Situationen auch im Alarmzustand befinden. Und dieser Alarmzustand wird verschlimmert übrigens, indem die Bindungsperson schimpft, droht oder straft. Denn dann wird das Bindungssystem des Kindes aktiviert. Also wir Menschen sind ja Bindungswesen. Ich glaube, das sage ich mittlerweile in jeder Folge, weil ich das so wichtig finde. Und deswegen ist es super wichtig, dass Kinder ein sicheres Bindungssystem erfahren. Kinder können oder Menschen können ohne Bindungsperson nicht überleben. Also es ist einerseits ein Zeichen von Vertrauen und sicherer Bindung, wenn Kinder starke Gefühle zeigen in Gegenwart der Bindungsperson. Und andererseits werden
Kinder ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten des Bedürfnisses nach Bindung opfern. Das heißt, es kann sein, dass Autonomiebedürfnisse, also das Bedürfnis nach Exploration, Entdecken, ich will die Welt erfahren, zurückgestellt wird aufgrund von diesem Bindungsbedürfnis, ne? Je nach Alter, je nach Reife des Kindes. Das ist dann in der Pubertät nicht mehr wirklich so. Da können die Kinder ja schon viel mehr, beziehungsweise die Jugendlichen viel mehr und könnten schon theoretisch selbstständig überleben. Das ist bei Kleinkindern natürlich noch nicht der Fall. Vernünftiges Denken ist während eines Wutanfalls nicht möglich. Es bringt also auch nichts, wenn du mit Argumenten an die Vernunft des Kindes oder des Jugendlichen appellierst. Was wir bei Wutanfällen brauchen, ist einfach die Bindung, ne? Also einerseits die Selbstanbindung, andererseits die Verbindung zum Kind. Und es ist super wichtig, in dem Moment einfach empathisch zu sein und zu schauen, okay, was passiert hier gerade? Es ist gerade keine lebensgefährliche Situation für mich und mein Nervensystem. Und dann kannst du dein Kind auch empathisch und einfühlsam begleiten. Also dein Kind macht das gerade nicht gegen sich und nicht mit Absicht, will dich nicht ärgern. Und was es braucht, ist eher Empathie anstelle von Schimpfen, Drohen und Strafen. Warum bekommen Kinder Wutanfälle? Also wir haben einmal den Trigger, also die auslösenden Situationen, die für Wutanfälle verantwortlich sein können. Das ist einerseits, dass das Kind von starken Gefühlen überrollt wird, weil zum Beispiel ein oder mehrere Bedürfnisse unerfüllt sind. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, Autonomie, Ruhe oder Verbindung. Es kann sein, dass das Kind den Schmerz nicht aushält, den diese Gefühle verursachen. Und das kennen auch wir Erwachsene. Wir sind ja, also würde ich jetzt mal behaupten, MeisterInnen darin, uns abzulenken vor unseren starken Gefühlen. Und Kinder haben auch starke Gefühle. Und vielleicht kannst du dich an den letzten Schmerz erinnern, an den letzten emotionalen Schmerz, warum auch immer. Vielleicht hast du einen Menschen verloren, vielleicht gab es eine Trennung oder du hast deinen Job verloren. Also irgendwas, was dein Weltbild erschüttert hat, was es auch immer ist. Wann war die letzte Situation, die dein Weltbild erschüttert hat, wo es dir den Boden unter den Füßen weggerissen hat? Wie hast du dich da gefühlt und wie bist du dann damit umgegangen mit diesen Gefühlen? Und vielleicht kannst du dich jetzt mal reinversetzen in die Kinder, die genau dieselben starken Gefühle haben, davon überschwemmt werden und ja, dieser Schmerz einfach in dem Moment nicht aushaltbar ist. Und die kindlichen Gehirne sind ja noch nicht so reif genug und haben auch noch nicht so viel Erfahrung, um mit diesen starken Gefühlen umzugehen. Daher brauchen sie uns als erwachsene Bindungspersonen, um klarzumachen, wir überleben das, du bist in Sicherheit, das geht auch vorbei, ich bin für dich da. Kinder, je nach Alter, sind noch nicht wirklich fähig, ihre Bedürfnisse aufzuschieben. Also je jünger und unreifer der Mensch ist, desto schwerer fällt es, die Bedürfnisse nach hinten aufzuschieben. Ne? Und also bei Säuglingen zum Beispiel ist es ganz wichtig, das Bedürfnis nach Nähe, nach Bindung, nach Nahrung, Schutz, Sicherheit, die unmittelbar erfüllt werden wollen, wenn die Kinder dann älter und reifer sind, dann ist es schon möglich, einfach später die Bedürfnisse zu erfüllen, je nach Bedürfnis natürlich. Außerdem fehlen noch die Strategien, um Bedürfnisse angemessen zu befriedigen. Und wenn wir im Laufe unseres Lebens hoffentlich immer mehr Strategien erlernen, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen können, dann haben wir natürlich auch in dem Sinne mehr Wahlmöglichkeiten. Ne? Ein Säugling zum Beispiel hat nicht die Möglichkeit, sich das Bedürfnis nach Nahrung zu erfüllen, selbstständig. Und je älter die Kinder werden, je älter Menschen werden, desto mehr Strategien werden erlernt und haben dadurch viel mehr Wahlmöglichkeiten, um selbstständig diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und durch eigene Erfahrungen und den Kontakt mit anderen Menschen und die Begleitung von Bindungspersonen erweitern Kinder ihr Repertoire an Strategien und lernen ja mit jeder Situation im Idealfall mehr, wie sie ihre Bedürfnisse erfüllen können.
Kinder müssen in ihrem Alltag mehr kooperieren, als uns bewusst ist. Irgendwann ist auch ihr Bedürfnistank leer und dann reicht eine vermeintliche Kleinigkeit aus, um einen Wutanfall auszulösen. Und das kann durch eine Reihe von Dingen geschehen, zum Beispiel Stress. Ja, komm endlich, wir müssen schnell los. Nein, du darfst das nicht, das kann Trauer hervorrufen. Oder Mama redet gerade mit Papa und hört mir nicht zu, dann fühle ich mich hilflos. Oder der Turm, den ich gerade aufgebaut habe, ist umgefallen und das frustriert mich total. Oder die Erzieherin hat gerade so laut gesprochen und das hat mich total erschrocken. Oder mein Papa holt mich schon ab und dadurch kann ich nicht fertig spielen. Das kann eine Enttäuschung hervorrufen, weil das Bedürfnis nach Spiel und Spaß gerade in dem Moment nicht erfüllt ist. Oder auch Angst und Bindungsalarm, zum Beispiel wenn Bindungspersonen sagen, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich ohne dich. Und da kann der Wutanfall schon ausgelöst werden. Ne? Also nehmen wir mal an, das Kind musste schon sehr oft sehr viel kooperieren. Ne? Von früh bis nachmittags ist eine lange Zeit für ein Kind. Und Kinder haben in der Zeit schon sehr viel in der Regel kooperiert. Und dann ist nachmittags dann einfach die Luft raus. Ne? Und da kann das kleinste Tröpfchen das was zum Überlaufen bringen. Und die Wut entlädt sich wie ein Blitz. Ja, was ist der Sinn von Wutanfällen? Ich kann mich erinnern, während meiner Ausbildung zur Traumapädagogin war das mein allergrößtes Learning und ich habe das immer noch im Kopf und es ist immer noch super hilfreich, dieser Hintergedanke. Und zwar, dass hinter jedem Verhalten ein guter Grund steckt. Also niemand macht irgendwas mit Absicht oder also schon mit der Absicht, irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Ne? Also was ist der gute Grund bei Wutanfällen? Wut ist ein Alarmsignal. Bei Kindern ist der Wutanfall ein Zeichen dafür, dass sie einfach nicht mehr können, dass vielleicht eine Grenze erreicht ist oder überschritten wurde. Und egal, was dein Kind gerade hat, was dein Kind gerade schreit, könnte in etwa so übersetzt werden. Hilfe, ich bin frustriert, weil etwas nicht funktioniert für mich. Zuhören kann ich dir gerade nicht. Ich bin hilflos und habe keine Lösung. Bitte hilf mir, mich zu beruhigen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil und zwar 7 Wege, wie du als Elternteil die Autonomiephase bedürfnisorientiert begleiten kannst. Jetzt gebe ich dir 7 Tipps und 7 Wege, wie du das einfach machen kannst. Nummer 1. Du kannst bedürfnisorientiert Grenzen setzen in der Autonomiephase. Was kannst du tun, um dein Kind vor Gefahren zu schützen? Wenn dein Kind durch einen Wutanfall sich selbst verletzt oder auch andere, und das betrifft natürlich auch dich, wenn dein Kind dich haut oder beißt oder wenn es Gegenstände kaputt macht, dann ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Und das kannst du bedürfnisorientiert machen. Du darfst deine Grenzen kommunizieren, zum Beispiel mit Halt, Stopp, das tut mir weh. Du darfst auch dafür sorgen, dass die Gegenstände ganz bleiben, die du beschützen willst, zum Beispiel indem du sagst, Stopp, die Tasse bleibt auf dem Tisch stehen. Wichtig ist dabei, das positiv zu formulieren, ne? Und nicht zu sagen, was dein Kind gerade nicht machen soll. Wie zum Beispiel, Stopp, die Wände bleiben sauber, hier darfst du malen. Also zum Beispiel, indem du ein großes Blatt an die Wand hängst oder auf den Boden legst. Wenn dein Kind auf die Straße rennt, andere Kinder oder sich selbst schlägt, kratzt oder beißt, dann darfst du natürlich dafür sorgen, dass es damit aufhört. Und wenn du merkst, dass dein Kind gerade gar nicht mehr sich selbst kontrollieren kann, dann ist es, und du merkst aber, dass es verletzt dich gerade selbst, verletzt andere, dann darfst du auch zum Schutz natürlich die Hände festhalten oder dein Kind festhalten. Und wichtig ist dabei, das nicht aus so einer strafenden Energie heraus zu machen, sondern zu erklären, was du gerade tust und dass du das aus einer beschützenden Haltung heraus tust. Zum Beispiel, Stopp, ich halte dich fest, weil ich will, dass du heile bleibst, dass du gesund bleibst. Oder weil ich will, dass das andere Kind heile bleibt und gesund bleibt. Es geht nicht darum zu bestrafen, sondern zu schützen. Wenn sich dein Kind mit deiner Hilfe beruhigt hat oder auch ohne deine Hilfe, manche Kinder wollen auch Abstand haben und können gerade Nähe nicht aushalten, das ist auch völlig in Ordnung, dann könnt ihr das im beruhigten Zustand nochmal altersentsprechend reflektieren. Und dabei kannst du natürlich auch wieder die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern anwenden. Gehe dabei auf die Gefühle und Bedürfnisse deines Kindes ein. Zum Beispiel, oh, da hast du dich gerade richtig doll erschrocken, als ich dich festgehalten habe, oder?
Und diese Form der Begrenzung sorgt für Klarheit und befriedigt die kindlichen Bedürfnisse nach Schutz, Sicherheit und Orientierung. Und das darfst du natürlich auch gerne kommunizieren. Zum Beispiel, ich kümmere mich um dich, ich entscheide das, weil mir deine Gesundheit wichtig ist, ich entscheide das als deine Mama oder dein Papa. Und so kannst du das zum Beispiel kommunizieren, um da auch eine Klarheit herzustellen. Wenn du übrigens mal die bedürfnisorientierte Erziehung ausprobieren möchtest, dann kannst du dich für die 24-Tage-Challenge anmelden. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und du kannst damit jederzeit starten und bekommst 24 Impulse, Spiele und Rituale für deinen bedürfnisorientierten Familienalltag. Also schau dir gerne mal, in die Shownotes rein, dann kannst du dich für diese Challenge anmelden. Und du hast dazu auch lebenslangen Zugang. Also das sind sozusagen 24 kleine Lektionen, wo du Impulse bekommst. Ja, der zweite Tipp ist, wie du Wutanfälle erträglicher machst. Und dazu möchte ich erstmal sagen, was macht die Trotzanfälle, die Wutanfälle deines Kindes schlimmer? Wenn du von Wutanfällen geplagt bist, dann helfen keine Diskussionen. Es geht auch nicht darum, wer Recht hat oder wer im Unrecht ist, was richtig und was falsch ist, was die Regeln sind, was man macht. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, jetzt gerade irgendeine Erziehungsmaßnahme durchzudrücken oder mit Lob und Strafe zu arbeiten oder zu manipulieren. Das hilft alles nicht. Also vielleicht kannst du dich selbst mal an die letzte Situation erinnern, wo du sehr frustriert warst, wo du einfach wütend warst. Und vielleicht kannst du dich mal daran erinnern, was hat dir eigentlich dabei geholfen? Welche Reaktion von deinem Gegenüber hat dir geholfen? Und welche hat dir nicht geholfen? Also ich weiß auf jeden Fall noch, was mir nicht hilft, und zwar Sprüche wie, jetzt ist doch gar nicht so schlimm, beruhige dich, fahr runter, übertreib doch nicht. Oder wenn du so mit mir sprichst, kann ich dich nicht ernst nehmen. Oder wenn ich Urteile oder Bewertungen höre, wie du bist total hysterisch, du bist unmöglich, du bist whatever, ja, du bist unausstehlich. Du merkst jetzt vielleicht schon, dass das einfach nicht hilfreich ist. Also für mich war das auf jeden Fall, oder für mich sind solche Sachen nicht hilfreich. Es wird nicht dazu beitragen, dass sich dein Kind beruhigt. Auch Diskussionen werden nicht dazu beitragen. Und ja, höchstens, wenn du jetzt Konsequenzen androhst, dann wird dein Kind vielleicht aus Angst aufhören damit, aber nicht aus dieser sicheren Bindung heraus. Ja, was in dem Moment wirklich hilfreich ist, ist Verständnis, Verbindung und Einfühlung. Und vielleicht hilft dir da auch dieses Zitat von Marshall Rosenberg: Jede Kritik, jedes Urteil, jede Diagnose und jeder Ausdruck von Wut ist der tragische Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Also indem du dir bewusst machst, dass hinter diesem Verhalten gerade eine Not ist, eine Frustration ist, für das Kind funktioniert gerade was nicht und es versucht sich gerade verzweifelt ein Bedürfnis zu erfüllen und das Gehirn ist gerade im Alarmzustand, dann ist es für dich vielleicht auch einfacher, dich mit deinem Kind zu verbinden und dir klarzumachen, mein Kind macht das gerade nicht gegen mich, sondern für sich und braucht gerade Unterstützung und Hilfe. Und was auf jeden Fall hilfreich ist, ist Beruhigung, Empathie und was nicht so hilfreich ist, sind Drohungen, Verbote, Strafen, Ignoranz, Weggehen, Isolation, also Auszeiten, Ausgrenzung von der Gruppe. Das sind Maßnahmen, die auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß sind und die kannst du auf jeden Fall weglassen. Die Gedanken, mein Kind will mich ärgern, macht das mit Absicht oder es gibt gerade gar keinen Grund, warum mein Kind so wütend ist, werden eher dazu beitragen, dass es dir schwerer fällt, in Verbindung zu gehen. Also achte in dem Moment auch auf die Gedanken, die du hast. Die können übrigens auch, wenn dein Kind jetzt einen Wutanfall hat und du hast bestimmte Gedanken, die du bei dir beobachtest, das können auch Hinweise auf deine Glaubenssätze sein und auf Dinge, die du selbst als Kind gehört hast in diesen Situationen. Also sei da ruhig mal achtsam und schau, was da so für Gedanken hochkommen. Übrigens, auch Eltern dürfen wütend werden. Also es geht nicht darum, deine eigene Wut zu unterdrücken, sondern es ist normal, dass unser Nervensystem angesteckt wird bei lauten Geräuschen, zum Beispiel Schreien. Und daher ist die Autonomiephase auch so eine Herausforderung, aber kann auch eine richtig große Chance sein. Gerade wenn du mit deinem inneren Kind arbeitest, kannst du in der Zeit sehr viele Erkenntnisse gewinnen und schauen, was da so getriggert wird in dir. Also sorge für dich und wenn du alleine damit überfordert
bist, dann hol dir ruhig auch Hilfe und Unterstützung. Sei es in deinem Umfeld, von anderen Eltern, von deiner Partnerin oder auch professionell. Und ja, wenn du deine elterliche Wut verstehen und die echten Gefühle und Bedürfnisse hinter deiner Wut entdecken willst und somit die Wut spielend leicht auflösen willst, dann kannst du dir mal meinen Mini-Online-Kurs raus aus der Wutspirale anschauen. Der ist auch in den Shownotes verlinkt. Da lernst du in 5 Schritten, wie du dich wieder mit dir selbst verbinden kannst und wie du herausfindest, was jetzt eigentlich hinter der Wut steckt. Und Schritt für Schritt wirst du dich dann von diesen alten, erlernten Mustern auch lösen. Der 3. Tipp, die Autonomiephase bedürfnisorientiert begleiten. Was braucht mein Kind bei einem Trotzanfall? Das ist von Situation zu Situation, von Kind zu Kind natürlich unterschiedlich. Und es stellt sich auch die Frage, wie du drauf bist und was du im Moment des Wutanfalls geben oder leisten kannst und was du brauchst, ja? Also was dein Kind braucht, ist auf jeden Fall Bindung. Das ist eins der Grundbedürfnisse bei Kindern und so überlebenswichtig wie Nahrung, Schlaf und Atmen. Also sorge dafür, dass die Bindung erhalten bleibt, das entspannt das Nervensystem und das tust du maßgeblich mit deiner Haltung. Außerdem braucht dein Kind Sicherheit, Schutz, Orientierung und Präsenz und manchmal auch Raum für sich und Ruhe. Wenn dein Kind während eines Wutanfalls keine Nähe zulassen kann, dann mache deinem Kind klar, dass du da bist, auch wenn es gerade keine Nähe will. Nehmen wir mal an, dein Kind ist im Zimmer und hat einen Wutanfall, dann macht deinem Kind klar, ja, ich bin da, ich bin vor der Tür, ich respektiere deine Grenzen, ne? Wenn dein Kind seine Ruhe haben will, dann geh auch nicht einfach rein, sondern mach dem Kind klar, ich bin da, ich gehe nicht weg. Und so wie du dich fühlst, ist gerade völlig in Ordnung. Für den Fall, dass du gar nicht mehr kannst, dass du merkst, du bist total getriggert und du brauchst jetzt gerade Abstand und einfach mal deine Ruhe, ja, also du hältst es gerade gar nicht mehr aus und du merkst schon, oh Gott, gleich kippt es und vielleicht sage ich gleich was oder mache gleich was ich eigentlich gar nicht will. Du merkst, du brauchst Raum, du brauchst Abstand, dann kommuniziere das. Dann sag, hey, ich brauche jetzt gerade mal frische Luft. Entweder du findest jemanden, vielleicht kümmert sich Papa um dich oder Mama oder eine andere Person, die gerade in der Nähe ist, kannst du hinschicken. Wenn das nicht geht, dann versuche, je nach Situation, vielleicht auch das Fenster aufzumachen. Trink ein eiskaltes Glas Wasser. Versuche, dich da aus dieser Situation rauszuholen, ohne dass du bei dem Kind diesen Bindungsalarm auslöst und einfach weggehst. Das kannst du auch im Vorfeld überlegen, ne? Also du kennst ja dich selbst, du kennst dein Kind und du kannst schon mal schauen, welche Situationen sind potenziell herausfordernd und was könnte ich in diesen Situationen machen. Übrigens bekommst du bei dem Kurs raus aus der Wutspirale auch so SOS-Strategien für den Notfall. Wie kann ich Wutanfälle jetzt bedürfnisorientiert begleiten? Also dein Kind braucht eine stabile Begleitung. Dabei musst du noch nicht mal reden. Also gewaltfreie Kommunikation mit Kindern geht auch ohne Reden, denn es kommt auf die Haltung an. Und während dein Kind einen Wutanfall durchlebt, dann kannst du sowieso nicht so viel machen. Also du kannst nicht so viel reden, es sei denn, dein Kind verletzt sich selbst oder andere. Ne? Also da geht es darum, auch diese Grenze zu setzen. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und in der Zeit, wo dein Kind diesen Wutanfall hat, dann kannst du dir die Zeit nehmen für die Selbsteinfühlung. Also verbinde dich mit dir selbst, beobachte mal deine eigenen Gedanken, deine Gefühle, deine Bedürfnisse, beobachte deinen Körper, verbinde dich damit, schau mal, ob du vielleicht, an welcher Körperstelle du gerade eine Reaktion spürst, vielleicht bekommst du schwitzige Hände, vielleicht hast du einen Kloß im Hals, vielleicht klopft dein Herz ganz schnell, vielleicht hast du so einen Krampf im Bauch. Und dann kannst du einfach mal ganz tief einatmen und ja, in dem Moment dich mit dir selber verbinden und einfach mal einchecken, so was brauche ich eigentlich. Ja, und das kannst du in der Zeit machen, wo dein Kind einen Wutanfall hat, egal wo das ist. Und je nachdem, ne, ob dein Kind gerade Schutz braucht oder nicht oder ob es gerade eine gefährliche Situation ist. Und dann kannst du dich in dein Kind reinfühlen. Also mach dir klar, in dem Moment, dein Kind kann gerade nicht anders, mein Kind macht das gerade nicht mit Absicht. Und dann kannst du auf Augenhöhe gehen, also körperlich auf Augenhöhe. Du kannst runtergehen zu deinem Kind, wenn es zum Beispiel auf dem Boden sitzt oder liegt. Berühre dein Kind und atme tief durch. Sieh zu, dass du mit dir selbst verbunden bleibst und nicht das aus so einer Wut und aus einer strafenden Haltung heraus tust, sondern aus einer Selbst
Selbstanbindung heraus. Und dann könntest du zum Beispiel sagen, oh Mann, das ist gerade richtig hart für dich, ne? Du bist gerade richtig sauer oder du bist gerade total wütend, weil du so gerne weiterspielen willst oder weil du so gerne den Lolli haben willst. Also damit zeigst du, dass, ja, ich verstehe dich gerade, das ist gerade okay, wie du dich fühlst und ich bin bei dir. Dein Kind lernt durch deine wertschätzende Präsenz, dass starke Gefühle sein dürfen und wird die eigene Wut und die eigene Trauer und den eigenen Schmerz nicht aufgrund dieses Bindungsbedürfnisses unterdrücken und ja, lernt dadurch auch natürlich selbstwirksam zu sein und der Selbstwert ist natürlich auch da ausschlaggebend. Je mehr Druck ich aufbaue, umso mehr Widerstand erzeuge ich. Dieses Zitat ist von Jesper Juhl. Und ja, vielleicht hilft dir das. Also versuche, den Druck rauszunehmen, einmal tief durchzuatmen und dir bewusst zu machen, okay, das ist gerade, fühlt sich jetzt zwar nicht so gut an, aber es ist auch kein so krasses Drama. Der vierte Schritt. Wut, Scham und sozialer Druck, wenn dein Kind im Supermarkt einen Wutanfall hat. Ja, Wutanfälle in der Öffentlichkeit sind ganz besonders hart. Es geht um sozialen Druck und Scham und was denken die anderen, ne? Eine der Urängste wird wach ausgeschlossen werden von der Gruppe. Aus bindungspädagogischer und evolutionärer Sicht ist das eine logische Angst, denn Urmenschen überlebten nur in der Gruppe. Und von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, ist eine Angst, die wir alle gemeinsam haben, denn es ist ja immer noch so, ne, dass wir Menschen erst ab einem bestimmten Alter lebensfähig sind und wir die Zugehörigkeit zur Gruppe auf jeden Fall brauchen. Und ja, mögliche Gedanken, die in der Situation aufkommen, wenn dein Kind zum Beispiel in der Öffentlichkeit einen Wutanfall hat, könnten sein: Ich sollte meinem Kind jetzt zeigen, wer das Sagen hat. Mein Kind tanzt mir auf der Nase herum. Oder vielleicht führt der soziale Druck auch dazu, dass du dein Kind genervt reglementierst, ne, obwohl du das eigentlich gar nicht willst, weil du denkst, die anderen Eltern erwarten das vielleicht. Und ja, vielleicht bist du jetzt ja auch nur in bestimmten Situationen, vielleicht auch wenn du bei deinen eigenen Eltern bist. Und ja, da darfst du auch gerne mal beobachten, was da so deine eigenen Herausforderungen sind und in welchen Situationen es besonders herausfordernd ist für dich. Ja, wichtig ist, folge deinen Werten. Tu, was du für richtig hältst, auch wenn es natürlich einfacher gesagt ist als getan. Aber wir können nicht kontrollieren, was die anderen denken und ob andere Menschen uns verurteilen oder nicht. Es steht nicht in deiner Macht und das hast du nicht unter Kontrolle. Wichtig ist nur, was denkst du über dich? Und was denkst du über dein Kind? Und du handelst genauso, wie es für dich und dein Kind am besten ist. Denn du bist der Schutzschild für dein Kind. Also versuche dich davon abzugrenzen, was andere denken. Und ja, wenn du merkst, ja, mir ist es total wichtig, was andere denken, mir ist es gerade peinlich, ich will nicht beurteilt oder bewertet werden, dann schau mal, was du selbst auch über dich denkst und was deine eigenen Urteile und Werte über dich sind. Ja, und daher gilt auch hier an erster Stelle die Selbstanbindung. Übrigens dürfen wir uns auch durchaus bewusst machen, dass wir auch ohne die wohlwollende Zustimmung von anderen Menschen überleben werden. Das ist vielleicht noch was du aus deiner Kindheit mitgenommen hast, dass du denkst, wenn ich ausgeschlossen werde aus der Gruppe, dann bin ich nicht überlebensfähig, aber du bist jetzt erwachsen, du kannst dir deine Seelenmenschen aussuchen und schau dann auch, dass du dir ein Umfeld auswählst, was dich supportet und ja, dass du dir deinen Safe Space da kreierst. Und das wird dich auch in deiner Elternschaft unterstützen. Das ist Schritt Nummer 5. So kannst du dich auf die Autonomiephase vorbereiten. Wutanfälle kommen oft vermeintlich aus heiterem Himmel, aber es gibt auch Situationen, Herausforderungen, in denen Wutanfälle wahrscheinlicher sind, wie zum Beispiel nach einem ja, langen Tag in der Kita oder einem anstrengenden Tag in der Schule oder wenn ja, bestimmte Bedürfnisse eben unerfüllt sind, vielleicht zu wenig geschlafen, Hunger, Müdigkeit. Und dann kannst du mal schauen,
dass du die 4 Schritte einfach der gewaltfreien Kommunikation verwendest. Also schau mal, welche Situationen in deinem Alltag häufiger schwierig sind. Und dann kannst du anhand dieser Situation mal die 4 Schritte der GfK für dich durchgehen. Und eine Übersicht zu den 4 Schritten findest du in meinem kostenlosen Übungsbuch, also gewaltfreie Kommunikation mit Kindern für 0 Euro. Das bekommst du, indem du dich in meinen Newsletter einträgst. Und dann kannst du mal, wenn du für dich eine Klarheit hast, ja, also wenn du für dich diese 4 Schritte durchgegangen bist, kannst du mal schauen, wie hat mein Kind die Situation erlebt. Also so kannst du eine Klarheit über das bekommen, was du brauchst und eine Vermutung über das, was dein Kind in der bestimmten Situation braucht. Hier hast du noch weitere Tipps, wie du dich auf die Autonomiephase vorbereiten kannst. Sorge dafür, dass deine Grundanspannung möglichst gering ist. Integriere tägliche Entspannung in deinen Alltag, zum Beispiel 5 bis 10 Minuten Meditation am Morgen oder Yoga, oder führe ein GfK-Tagebuch, wo du einfach mal herausfordernde Situationen aufschreibst und dann anhand der 4 Schritte durchgehst, was du in dem Moment gefühlt und gebraucht hast, was vielleicht Strategien sein können, wie du dir das Bedürfnis erfüllt haben kannst, und dann nochmal aus Perspektive deines Kindes. Wie gesagt, dafür kannst du auch mein kostenloses Übungsbuch verwenden. Ja, lerne Atemtechniken, die dich entspannen, nimm dir gerade in dieser herausfordernden Phase Zeit, auch für dich und deine PartnerIn. Stichwort Me-Time. Sorge dafür, dass dein Kind vielleicht auch mal von anderen Menschen betreut wird, die Bindungspersonen sind. Und besorg dir gerne eine kleine Erinnerungshilfe, dass dein Kind nicht dein Feind ist. Also du kannst es tun, indem du vielleicht süße Sprüche deines Kindes aufschreibst und sie dir dann im Notfall ansehen. Also wie so ein Herzerwärmer, so, ne? Irgendwas, was dich rausbringt aus dem verurteilenden Denken gerade. Oder vielleicht eine kleine Bastelei von deinem Kind in der Hosentasche, ne? Also werde da auch mal selbst kreativ und bereite was vor, was du im Notfall verwenden kannst. Ein weiterer Tipp: Sorge für verlässliche Strukturen im Alltag, also Routinen und Rituale. Und es gibt deinem Kind Orientierung und Schutz und ja, Verlässlichkeit, Sicherheit. Und ganz viele Routinen und Rituale zum Thema bindungsorientierte Erziehung, bedürfnisorientierte Erziehung lernst du in meinem Kurs Gewaltfreiheit. Auch den verlinke ich nochmal in den Shownotes, wenn du da Interesse daran hast, die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern zu erlernen, umzusetzen und die Bindungspädagogik auch für dich und in deiner Familie umzusetzen. Dann schau dir das gerne mal an. Das ist ein Online-Kurs, wo du lebenslang Zugang hast. Und ein weiterer Tipp ist: Integriere eine klare und bedürfnisorientierte Kommunikation in deiner Familie. Das gibt auch Sicherheit und das wird dein Leben auf jeden Fall ganz klar bereichern. Tipp Nummer 6: Wenn gar nichts mehr geht, gewaltfrei ausrasten. Ja, du kannst auch mit der gewaltfreien Kommunikation natürlich mal wütend sein. Und da gibt es eine Lösung, und zwar der Giraffenschrei. Also du kannst auch gewaltfrei schreien, statt zum Beispiel: Du treibst mich in den Wahnsinn, was stimmt nicht mit dir? Also du bist schuld daran, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Kannst du, wenn du wütend bist, auch gewaltfrei schreien, wie zum Beispiel: Ich bin stinksauer, weil ich Unterstützung brauche. Ich bin so wütend, weil ich jetzt sofort Ruhe brauche. Ich brauche Hilfe. Also es geht um dich, ja. Es geht darum, dass du sauer bist, weil gerade ein Bedürfnis in dir nicht erfüllt ist oder weil du gerade einen Gedanken hast, der dazu führt, dass du wütend bist. Das lernst du zum Beispiel auch in dem Kurs Raus aus der Wutspirale, wie du diese Gedanken identifizierst, die dazu führen, dass du eben, ja, dass diese Wut verlängert wird. Also es geht darum, dass du wütend bist oder dass du gerade starke Gefühle hast wegen eines unerfüllten Bedürfnisses. Das ist ganz wichtig. Genau. Und der 7. Schritt ist: Schau mal dir jetzt meinen Mini-Online-Kurs Raus aus der Wutspirale an. Du kannst wirklich jede beliebige Situation analysieren, in der du wütend warst. Und da lernst du in 5 Schritten, wie du die Energie der Wut nutzen kannst, um das zu bekommen, was du wirklich brauchst. Wenn du das für dich lernst, dann wirst du deinem Kind auch vorleben, wie es selbst mit Wut umgehen kann. Du findest den Auslöser für deine Wut,
die Ursache, du wirst das Gefühl hinter der Wut entdecken, weil Wut ist ein sekundäres Gefühl, dahinter steht immer noch ein primäres Gefühl. Und du lernst die Wut und übrigens auch Schuld und Scham, ne, das hängt auch zusammen, als Alarmsignal zu sehen und dann auch aufzulösen, und zwar mit Einfühlung. Genau, und als Bonus gibt es da die SOS-Strategien für den Notfall und das Mini-Workbook mit 18 Seiten als PDF zum Ausdrucken, und du kannst direkt loslegen und hast lebenslangen Zugang, diesen Kurs zu machen. Du kannst ihn auch immer wieder anwenden auf jede Situation. Und der zeitliche Aufwand ist extra gering gehalten, weil ich weiß, dass du als Elternteil wenig Zeit hast. Und daher dauert das insgesamt etwa so 2 bis maximal 3 Stunden, um den Kurs durchzuarbeiten. Und dann kannst du immer wieder die Strategie und die 5 Schritte benutzen, um ganz viele Situationen aufzulösen für dich. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge was gebracht. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ganz viel Einfühlung in der Begleitung der Autonomiephasen und natürlich auch sehr viel Selbsterkenntnis, weil da stecken ganz viele Chancen auch für dich drin, auch dein inneres Kind nochmal zu heilen und dich mit deinem inneren Kind auch zu verbinden. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und folge mir auf Instagram @yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.